Bist du außer Atem? Habe ich mich gefragt. Klang das so? Nee, aber ich bin selber überhaupt nicht so die, die singt oder so. Ich kann das dann gar nicht einschätzen, wie sehr, aber du bist du nicht. Also eigentlich dance ich immer so über die ganze Bühne. Ach so, dann ist hier dieser kleine. Ja, genau, das war jetzt nur so das Warm-up. Aber mir wurde gesagt, wir haben keine Moving Lights, du musst genau da stehen. Dann habe ich einfach alles auf die Hüfte gesetzt. Aber guck mal, jetzt durftest du hierhin moven. Ja. Und alles auf die Hüfte ist doch auch ein ganz gutes Motto. Ja, also ja. Ich habe festgestellt, dass du in deinem Leben ganz schön viel spielst. Du spielst nicht nur Musik und verschiedene Rollen, natürlich in verschiedenen Projekten und Filmen, sondern du spielst auch Handball. Schon ganz lange im gleichen Verein in Lübeck, seit du laufen kannst, so ungefähr, ne? Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was verbindet diese drei Dinge? Also warum sind ausgerechnet Musik, Schauspiel und Handball deine drei Leidenschaften? Was haben die gemeinsam, diese drei Sachen? Relativ wenig. Auch wenn auf dem Handballfeld mir immer wieder unterstellt würde, ich würde Schauspielern, wenn ich hinfall. Sonst eigentlich relativ wenig. Aber Handball, um das von meinem geliebten künstlerischen Schaffen unterscheiden zu können, ist immer so der beste Ausgleich überhaupt. Das ist so wie Rangeln mit Regeln. Finde ich irgendwie gut. Mit Regeln. Ja, das ist auch, also ich spiele ja nicht hoch. So, ich spiele ja in der, was sind wir denn jetzt? Bezirksoberliga. Und da rangelt man halt auch mit Bauern. So, die zwei Köpfe größer sind als ich. Und das macht richtig Spaß. Ja. Danach kann man dann mit verstauchten Fingern wieder Klavier spielen gehen und denkt, das war irgendwie ein gutes Wochenende. Mir tut das gut. Ich finde, so, jeder hat ja irgendwie so sein Ventil. Das wäre auf jeden Fall deine Zitattafel für heute. Ich rangel gern mit Bauern. Das ist mein Wochenende. Stimmt es, dass deine Handballkollegen dich Scarlett Johansson nennen? Ja, ich habe im Moment eine entzündete Schulter. Ganz traurige, noch traurigere Geschichte. Mhm. Das heißt, den Namen habe ich lange nicht mehr gehört, aber ich habe da so einige. Ich habe auch schon Gesichtsvermieter, habe ich Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, weil du so schön bist wie die oder so reich bist wie die? Ich glaube, das war so zu der Zeit, an der sie überhaupt berühmt wurde. Und es ist eher so die Haltung, dass sie sagen, so das zur gegnerischen Mannschaft, wenn ich danach... wenn ich weiß, ich muss danach drehen, dann sagen sie vorher zu denen, haut ihm irgendwo hin, wo man es nicht sieht. So, der muss noch drehen. Der muss noch vor die Kamera, das ist hier sein Kapital, das ist alles, was er hat. Das Witzige ist, wenn ich jetzt hier so mit dir sitze, ich habe das Gefühl, und ich glaube, so geht es ganz vielen, die wie ich Mitte der 90er geboren sind, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig, weil du bei 4 gegen Z mitgespielt hast, einer Serie, die, in, ja, wer hat es gesehen? Wer war das? Wer das? Da. Yeah. Ja, es ist eine Serie, die in den 2000ern im Kika lief, die fester Bestandteil vieler, vieler ganz junger Menschen war und genau. Auch für mich einfach immer da war. Hast du danach noch mal irgendwann einen anderen Berufswunsch gehabt, außer Schauspieler? Oder war es dann mit dieser Serie, da warst du ja auch noch echt jung, war es dann damit besiegelt und dann stand es fest und dann bist du den Weg weitergegangen? Nee, ich wollte Lehrer werden, Musik- und Sportlehrer. Und ich habe auch tatsächlich einen Bachelor auch im Bereich Musik vermitteln mit Hauptfach Jazz, Piano abgeschlossen in Lübeck. Das übrigens die Stadt ist, die wir vor dem bösen Herrscher Voldemort, nein, Quatsch, das war ja ein anderer, vor dem vor dem bösen Herrscher Zanrelot in dieser genau, Serie. Danke. Ich dachte schon, du musst doch jetzt gleich schreiben. Ich kann dir alle Folgen noch nacherzählen. Ja, super. Das ist gut, ich auch. Genau, das ist meine Heimatstadt Lübeck, da genau, kommen wir alle irgendwie her. Und ich habe die Frage total vergessen. Aber ja, ich wollte Lehrer werden. Lehrer. Genau. Bin ich auch fast geworden. Und genau, bist du fast geworden. Jetzt bist du eben Schauspieler und spielst ja, wenn man sich so das anguckt, was du spielst, vor allem eher, würde ich sagen, traurige Rollen. Also oft so historische Rollen. Hin und wieder mal die ein oder andere traumatisierte Figur. Denkst du so, hey, aber eigentlich bin ich doch gar nicht so, so traurig, warum fragt ihr mich da immer? Oder kannst du das schon verstehen, wieso es dich dann doch auch häufiger mal dahin treibt? Das kann ich kategorisch gar nicht so sagen. Also das war, glaube ich, eher ein Zufallsprodukt tatsächlich, dass es immer wieder auch dramatische Rollen dabei waren. Es sind eher die Geschichten, die mich per se interessiert haben oder auch nicht. Und vielleicht war das dann irgendwann so, dass man so nach dem Schulabschluss irgendwann, bei mir war es zumindest so, nochmal aktiv angefangen hat, sich auch mit der deutschen und deutsch-deutschen Geschichte auseinanderzusetzen und so eine historische Rolle. Und die Vergangenheit ist nun mal, hat so einige Dramen parat.
Genau, da bin ich immer wieder drin gelandet, weil mich einfach die Stoffe interessiert haben. Und es gibt keinen schöneren Zugang, sowohl als Schauspieler über eine Rolle in eine Zeit, als auch für mich als Konsument, wenn ich halt solche Formate sehe und damit so eine Zeitreise irgendwie emotional nochmal miterleben kann, was mir so während der Schulzeit so gefehlt hat. Ja, und dann ist das wohl so gekommen. Aber ich habe auch lustigen Kram gemacht. Aber. Das wollen wir auch überhaupt gar nicht absprechen. Und wir wollen auch heute auf jeden Fall dich hier in deiner Rollenvielfalt abbilden. Wir hatten jetzt schon den Musiker Jonas, wir haben jetzt hier den Schauspieltalk hinter uns und jetzt... Habt ihr gleich noch einen Laudator abgegriffen? Jetzt hast du auch noch den Laudator abgegriffen.